Hallo, Mark One von den Klatschkillers. Wir befinden uns hier gerade auf dem Parkdeck vom Loop 5 zum Finale vom Gymkhana Drift. Und die Stimmung ist sehr geil. Das Wetter spielt Gott sei Dank mit, obwohl wir heute früh komplett vereiste Fahrbahn hatten. Wir schauen einfach mal nach hinten, hören gerade Reifen quietschen, die Leute sind geil drauf. Es ist trotzdem ein wenig kalt. Aber an sich ist die Stimmung sehr, sehr gut. Wir sind schon mit unseren zwei Autos schon ein paar Testrunden gefahren. Hatten noch ein paar Probleme mit Reifendruck. Aber jetzt haben wir so ein Setup gefunden. Das ist immer ein bisschen schwierig, da wir noch nicht so lange mit unserem Rennteam aktiv im Driftsport mitspielen, sage ich mal so. Ich persönlich fahre jetzt seit Mai dieses Jahr, seit Mai 2011. Und ja, ich hoffe natürlich heute im Finale, dass ich weit, weit vorne mitfahren kann. Wird sehr schwierig, weil es sind verdammt viele gute Fahrer da, alte Hasen, die 20 Jahre lang Motorsport machen, von der man sehr viel Respekt hat. Und da ist natürlich die Sache, dass einem der Ehrgeiz packen muss und dass man da unbedingt diese Leute schlagen will. Und das versuche ich natürlich. Ich werde mein Allerbestes geben, was ich kann. Das Auto läuft super. Ja. Das alles ist eigentlich nur möglich durch unser großartiges Team von die Klatschkillers. Ihr könnt uns auch auf unserer Website besuchen, www.klatschkillers.de. Schaut einfach mal drauf, gefällt mir, klicken bei Facebook. Und ihr werdet über alle Neuigkeiten, die wir machen, Lifestyle-mäßig, Klamotten, alles Mögliche, also nicht nur den reinen Driftsport, auch alles Mögliche, schöne Klamotten, richtig geil, auch für Weiber, ja, richtig schöne. Und schaut da einfach mal drauf, werdet über den Laufenden gehalten und wir werden einfach mal schauen, wie weit wir vorne mitfahren können. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Genießt die Show. Only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Senses peaked with a crazy anticipation. Feeling like this, tell me how the hell can I be patient? Jumpsuit rig, Google helmet all in place. Double checking just in case. I'm elated, baby, freedom, one green light away. And I just can't wait. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Where does it say go? Spread my wings, time to fly. Step out, all it takes for me to touch the sky, so amazing, so liberating. 12,000 feet, AGL, so breathtaking. Belly down, box me now. 4 minutes of pleasure without any spark of distraction around. State of mind, euphoria, wish could last forever. From this day on, nothing can stop us from getting. Jetzt ist es soweit. Drift Cup 2011 ist zu Ende. Gymkhana Finale auf dem Parkhausdeck des Loop 5. Und neben mir Olli Hasch, der Meister der Serie 2011. Hallo Olli. Ja, Herr Beuth, Gott sei Dank die Meisterschaft gewinnen können. Hat viele Nerven gekostet. Deswegen freue ich mich jetzt auch riesig. Das hast du dir auch verdient. Seit 20 Jahren Motorsport. Das ist natürlich eine unglaubliche Sache. Da braucht man auch, denke ich, viel Engagement und auch viel Durchhaltevermögen, dass man sagt, okay, ich mache weiter, auch wenn es immer Niederschläge gibt. Ja, natürlich. Es sind sogar 21 Jahre jetzt am Ende von der Saison. Und viele sagen immer, ja, wenn ich so Geld hätte, dann könnte ich auch fahren. Aber es ist nicht nur das Geld. Man muss jedes Wochenende, beziehungsweise dieses Jahr waren es 22 Veranstaltungen. Man muss am Donnerstag das Zeug herrichten und am Freitagabend losfahren. Am Sonntagnacht um 3 Uhr, 4 Uhr nachts wieder heimkommen. Montag früh um 6 geht die Arbeit wieder los. Also es ist nicht nur fahren, sondern wie du sagst, es gehört auch der Trieb dazu, um das machen zu wollen.
einfach sagen, okay, mal jetzt ein bisschen Rennsport geht nicht. Es muss von innen rauskommen und das ist bei mir ein bisschen extrem, glaube ich. Und du hast ja auch den Dank an die Sponsoren. Ich will es nochmal erwähnen, KW ist einer von den Sponsoren. Ohne die wäre das auch gar nicht möglich mit dem Auto. Nö, natürlich. KW habe ich super Fahrwerksponsor gekriegt. Infinity ist mein Reifensponsor. Alutech haben wir die Alufelge her. Jetzt haben wir einen neuen Sponsor, das ist das Killerfish Energy Drink, was eigentlich super ist, wo immer die schönen Mädels mitbringt. Ja, es wächst und ich hoffe, es wächst nächstes Jahr noch ein bisschen weiter. So, das war's vom Gymkhana Drift Cup Finale 2011 hier auf dem Parkhausdach. Lieber Olli, ich danke dir, dass du dabei warst und viel Glück nächstes Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja? Ich danke euch, ohne eure Videos und Interviews wäre der Sport nicht so weit vorne. Vielen Dank. Danke, Willi. Gerne, Olli. Tschüss.